Willkommen zu einem weiteren Random Steam Game. Heute spielen wir Beat Block. Ein Rhythmusspiel, was man komplett mit der Maus steuert, dass man sich so im Kreis dreht und sich dann dieser Hammer hier an dem kleinen Kollegen sich so mitdreht. Wir werden es gleich noch genauer sehen. Erstmal muss ich kurz anpassen. Was? Oh, wow. Was so? Was? Was ist das denn für Sprache? Okay, Ovo, meine Lieblingssprache. Englisch oder Ovo? Nee, komm, spielen wir erstmal Englisch. Was zur Hölle? Okay, das ist übrigens nur eine Demo. Das heißt, das volle Spiel kommt noch erst raus. Und wahrscheinlich werden wir uns das Spiel auch nochmal anschauen, wenn es dann voll rausgekommen ist. Aber ich habe Beatblock überall auf YouTube gesehen und dachte mir, hey, das ist gerade so beliebt. Ich will wissen, warum ist es so beliebt. Also spielen wir Demo-Levels. Ja, ihr seht, es ist beliebt, weil es Custom-Levels gibt. Und, oh, das ist ein schönes Menü. Wir sehen, wir haben mehrere Lieder direkt zum Anfang. Fangen wir mit dem Tutorial an. Unplayed, easy 1, okay? If you're playing for the first time or need a refresher on the basics, start here. Okay, los geht's. Ihr seht ja wahrscheinlich meine Maus hier. So, you want to block beats? It's going to take an awful amount of time. Okay, genau. Damit drehen wir. Ich glaube, die ganze Musik in dem Spiel ist auch alles komplett kreativ. Alles eigen. Ich muss gar nichts drücken. Ich muss nur in die Richtung halten bisher. Das ist sehr simpel. Not bad. Let's face it, this was easy. Tabs. They can show up here on their own. Okay, das geht ein bisschen schnell hier. Oh, okay, jetzt muss ich X oder Z drücken. Ja, okay. Z geht halt nicht bei mir. Oh, drücken. Okay, aber bei den anderen nicht. Nur bei denen. Ah, da gedrückt halten wahrscheinlich. Bam. Bam. Hä? Was geht denn jetzt ab? Wieso ist diese wabbelige Kreis um mich rum? Da mein Charakter nimmt ja die ganze Zeit Schaden. Vielleicht seht ihr das. Schnell das Spiel. Du, 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 du. Oh. Oh. Was geht ab? Ah. Wurde ich getroffen? Das war ein Presse. Mines und Slides. Nicht treffen. Und die müssen wir slammen. Okay, wir können auch von da was abgeschossen werden. Okay, nicht treffen. Bam. Bam. Oh, das ist kompliziert. So viele Mechaniken. Okay, aber die Stacheln kann man gut erkennen. Oh, die nicht. Das komplette Spiel ist ja schwarz-weiß. Okay. Ich hoffe, ich mach das richtig, dass ich die... Muss das timen? Das kann sein, dass ich das richtig timen muss, alles. Puh. B. Ja, B für bisschen was verstanden. Schauen wir erstmal. Gritted Strings. Watch the swaps between mines and blocks. And this duel is yours. Okay, hier sind mines hauptsächlich. Die ganzen Minen, die wir avoiden müssen. Oder waren das die kaputt hauen müssen? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Oh, ups. Wow. Oha. Was erwischt mich da? Ach, muss ich... Ah, das kann sein, dass diese Kreise um mich rum, dass ich da auch X drücken muss. Bam. 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 Ja doch, das ist richtig. Ich glaube, das ist richtig. Ja doch, das ist richtig. Okay, krass. Da habe ich das irgendwie für den falsch verstanden. Oh, das ist kompliziert. Das ist kein simples Spiel. Es ist easy to learn, aber hard to master. Das kann ich euch sagen. Warum ist mein Hammer so klein geworden? Das mag ich aber überhaupt nicht. Warum sieht der Typ da im Hintergrund aus wie Diddy Kong? Geht ab. Die fliegen aber auch alle so in so einem Bogen. Kannst du halt nicht immer erkennen. Kann sich immer erkennen, von wo genau jetzt aus herkommt. Guck mal, jetzt ist mein Hammer zum Beispiel größer geworden. Jetzt habe ich auch einen Freiraum. Oh, selbst den Hammer.
Ah, vergessen. Ich weiß nicht, ob ich sterben kann oder ob das einfach nur ein schlechterer Score ist am Ende. Bam, 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 bam. Okay, das ist recht schön. Aber das Konzept von Spiel finde ich richtig cool. Das war was Kreatives und Neues. Finde ich. Na, die Maus muss laden. Schön Farbe reinbringen. Oh! Oh! Nein! Aber seht ihr, was ich meine? Die fliegen so ein bisschen so im Arc. Da kannst du dich sogar genau erkennen. Wohin? Du-du-du-du-um. Oh! Ich hab's genau ab. Das war ein S-Rang? 27 Misses und 6 Berlin-Eyes, was auch immer das bedeutet. Okay. Huh. Wie war das ein S-Rang? Gibt's dann irgendwie S-Plus oder Doppel-S oder sowas? Huh. Interessant. So gestresst, so stressed. Let the summer rain wash your worries away. Okay, das ist ein chilliger Sommersong. Dann lass mal starten. Du gehst nur noch im Beat. Statt dass du auf Abbeat. Boah, dein Beat gefällt mir. Das ist aber kein Spannungsspiel, das kann ich euch sagen. Boah, die Visuals sind aber cool mit der Runde. Ich will das anschauen, Mann. Geht recht schön. Ah. Und mein Typ freut sich. Ich habe eine hohe Kombo. Oh. Da muss ich immer X drücken. Bei den Dingern. Bei den langen weiß ich nicht genau. Vielleicht richtig X drücken bei den langen? Das ist so passend. Genau, dann auch loslassen. Das weiß ich nicht genau. Oh, das ist ein fresher Beat, dude. Nein, was? Guck mal, mein Hammer schon wieder kleiner geworden. Woran macht mein Charakter das aus, dass er den kleiner macht und den größer macht? Oh. Ah! Oh Gott, ich komm damit nicht klar. Dass es drücken muss. Das ist so ein Wolf, der da rumspringt. Achso, der sammelt dieses Beat-Zeit. Rhythmus. Rhythmus, die ist das. Dieses Dingens da für Rhythmus. Alles gut raus. Fuck. Nein! Trotzdem A! Ah. Also, sie sind ja wirklich großzügig in dem Spiel. Ja, das war gut, das war gut, das war bad. War not bad. Kann ich auch mit WASD spielen? Nein, okay. Ja, Pfeiltasten funktionieren zwar, aber ich glaube, das würde ich nicht ausprobieren, wenn ich ehrlich bin. Aber interessantes Konzept. Code Remix! Song originally from Heaven Studio. Mechanics use sights. Sights? Was war das nochmal? Na egal. Wow! Ach, die Dinger, die man weghauen muss. Bam. 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 Ah, du musst dann so einen Arc hin und her. Oh, die muss man drücken. Bin ich erkannt. Alter, das ist aber. Das geht von 0 auf 100 real quick, das Spiel. Okay, es ist auch noch die Demo. Vielleicht wollen sie einfach nur ganz viel noch zeigen in der Demo. Somit auch die schweren Lieder. Oh Gott. Ich komm gar nicht klar, ey. So. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Ey. Ich hoffe, es ist lustig für euch, wie ich am Struggle bin. Du, du,
so viel, auf was ich achten muss. Das hilft auch sehr, wenn man das Lied vorher schon kennt. Ich muss auch mehrmals drücken. Also man muss bei denen nicht gedrückt halten. Nur einmal drücken, immer wenn du siehst. Okay, verstehe. Oh Gott. Aber die Grafik ist aber auch in diesem Lied besonders schrecklich. Ich komme einfach nicht drauf klar. Ich drück einfach Beat. Ja. Ich meine, cool sieht's ja aus, ne? Das will ich ja nicht bestreiten. Was das war. Das war richtig schwer. B. Wie gesagt, wir sind großzügig in dem Spiel. I love you.vbs. Ich mag diesen Hintergrund hier, diesen. Diesen, ja, wie sagt man, Windows XP-artigen Background? Zumindest erinnert mich der Name an sowas, wie Windows XP-mäßigen. Accept this love letter? Ja, ist auch so eine Anspielung, ne? Made by the team Fools Play for the BEMS. Inverses, okay. War so was. Hör, was? Hit these with the back of your paddle instead of the front. Oh, was? Oh, was soll? Ah, okay, die gehen automatisch zu mir hin. Ich darf die nicht anvisieren. Seht ihr das? Die gehen automatisch zu mir hin. Three, two, one, go! Süß. Was geht denn da? Ich glaube, was du gesagt hast. Ah, Hilfe! Ja, falls ich erwähnt habe, das ist eine Demo, also es ist kostenlos. Jetzt ab. Und wenn ihr meint, ihr könnt es besser spielen als ich, dann macht es. Oh, das ist cool. Das ist alles so retro, witzig. Wie sind wir so schnell hin? Oh, alles steht auf dem Kopf. Nein. Das ist eigentlich schon hinter uns, ne? Was verwirrt mich trotzdem? Problem. Wie ein Problem. Wieso treffe ich die jetzt nicht? Ich muss mich dagegen halten. Was? Ich war halt komplett brain off gar. Weil ich weiß, sind die Custom-Level auch so. Gibt es in den Custom-Level unter anderem auch so Undertale-Zeugs und generell auch so von anderen Videospielen. Sobald ihr wollt, dass ich mir das mal anschaue, lasst es mich auf jeden Fall wissen. Ich glaube aber, dafür müsste ich erstmal hier besser werden in dem Spiel. Nein, ich komm jetzt raus. Ich bin immer zu spät da. Ich muss schneller sein. Aber es geht halt so viel ab hier für mich, dass ich das meiste Rechner erst sehe. Weil die Visuals halt viel mehr im Vordergrund stehen als das Gameplay, hab ich das Gefühl.
Ja, C plus. Ja, okay. Ja, okay. Ich dachte, das wäre ein chilligeres Lied. Nein, auf keinen Fall. Komm, eins geben wir uns noch. Lawrence. Lawrence. Das ist ein hartes Lied. Hier steht auch hart. 8. Ach, da steht auch die. Die Difficulty. Easy. Hard. Egal, machen wir's. Versuchen wir's. Mechanics, Use, Sights und Minds. Na komm. Gib mir eine Chance, Freunde. Gib mir eine Chance. Bam. Bam. Ja, not bad bisher, würde ich behaupten. Also ein bisschen erinnert mich das Spiel auch an Undertale, dieser Undertale-Kampf, ne? Zumindest jetzt dieses Lied hier. Ich glaube, ich fände das besser, wenn das Spiel so Difficulty-Modi hätte. Und in den einfachen Difficulties gibt es halt so die ganzen anderen Gimmicks nicht, sondern wirklich nur dreh dich in die Richtung und drück den Block. Oder halt, den Block. Ich glaube, damit würde ich viel besser klarkommen, als immer zu überlegen. Achso, warte mal, man muss ja das drücken und da muss ja das machen. Das ist meine. Auch erstmal das Lied kennenlernen im Easy Mode. Das würde mir, glaube ich, helfen. Nur so eine Idee für den Full Release des Spiels. Ich bin halt ein Noob, sorry. Ich will das Spiel einfacher machen. Oh. Warum wird das jetzt abgebrochen? Nicht so ganz, aber okay. Da. Da. Wohin denn? Wohin denn? Hä? Oh, ich muss mich im Kreis drehen, ja. Oh, Alter, was zur Hölle? Ah! Was zur Hölle? Wie hätte ich da was machen sollen? Keine Ahnung, was willst du hier machen? Es ist nicht so einfach, diese wegzukicken, ne? Ich weiß halt nicht, was jetzt kicken zählt und was nicht. Also ich muss die Kreise drücken, ja. Du musst auch drücken, oh! Die werden böse! Ach, die muss ich weghämmern, während ich das drücke, ne? Gott! Ha! Nein, das ist. Gott, das wird zu schwierig. Das wird zu schwierig. Boah, das wird nicht mal mehr ein C+. Ja, genau, mach's ganz langsam. Gib mir ganz viele Easy Difficulty wieder, genau. Aber wie gesagt, das ist auch nur eine Demo und ich kann verstehen, dass sie hier sich hauptsächlich mit Hard-Difficulty-Liedern konzentrieren wollen. Außerdem, safe, gibt es auch einfache Community-Level. Bestimmt. Also wie gesagt, falls euch das interessiert und ich auch ein paar einfache Community-Level finde, die sehr interessant aussehen. Wie gesagt, ich habe welche gesehen von Undertale zum Beispiel.
dann werde ich mir die auch noch anschauen und mir geben. Ja, das Ende war ziemlich einfach. Da steht auch meine Accuracy. 76%. Das reicht für C-Rang. Danke, Spiel. Naja, was soll ich sagen, ne? Lasst mich auf jeden Fall wissen, was ihr zu dem Spiel sagt. Und dann sehen wir uns bei dem nächsten Random Steam Game wieder. Bis dann und ciao!